Ganz weit nach vorne ging es im Weitsprung bei den Männern. Ein Sensationswettbewerb, wenn man so will. Alberto Luis Rivera sollte aufzeigen. Aber auch der Portugiese Chuma machte hier ordentlich Dampf. Mit dabei auch Julian Anthony Howard, der vierte der deutschen Meisterschaft nach vielen, vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren, auf dem Weg, ein beständiger 8-Meter-Springer zu werden. Bestätigt er hier auch Howard, nämlich mit genau 8 Metern. Allmählich bekommt er auch seine Anlaufprobleme in den Griff und Markus Chuma kommt auf eine Saisonbestleistung von 8,07 Meter. Und warum ist er damit nicht zufrieden? Weil der Wettkampf derartig hochklassig war, dass 8,07 Meter nicht mal im Traum reichten, um Gold zu gewinnen oder Silber zu gewinnen. Da gab es Rivera, da gab es Menkov, da gab es noch Kolianski. Also da ist richtig was geboten gewesen, trotz dieser guten Leistung von Chuma. 8,15 Meter für Chuma, das ist der letztentscheidende Wert von ihm. Und dann kommt der Satz, denke ich mal, von Menkov. Das ist er. Der beste Weitspringer in diesem Jahr bis dato. Führender der Weltjahresbestenliste, 8,36 Meter. Und die Art und Weise, wie er springt, ist einfach eine Show. Ist fantastisch, ist wunderschön anzuschauen. Hat in der Qualifikation vielleicht nicht das gezeigt, was er zeigen kann. Aber er hat das gezeigt, was er zeigen muss, um ins Finale zu rücken. Und sprang dann fast überirdisch gut. Seine persönliche Bestleistung fast pulverisiert. 8,42 Meter für Menkov. Und da fragte man sich, na, wer soll denn diesen Wert noch schlagen? 8,42 Meter, so weit sprang der junge Mann noch nie in seinem Leben. Und dann Luis Alberto Rivera in diesem Jahr 8,17 auf der Höhe von Mexiko, dann ist er 8,30 gesprungen, das ist seine persönliche Bestleistung. Mit 8,08 begann er den Wettkampf und dann wurde er zum Überflieger überhaupt. Nur zum kurzen Durchatmen. Der Universiade-Rekord von Ivan Pedroso steht bei 8,40 Meter und damit werden Sie jetzt einen Satz sehen, der vielleicht lange Bestand haben wird, auch was Universiade betrifft, denn das sind 8,46 Meter. Das ist Landesrekord für Mexiko. Das ist logisch persönliche Bestleistung und das ist ein neuer Universiade-Rekord. Der Dirk hat vorhin mal kurz durchgezählt. Es ist der 6. Universiade-Rekord hier in Kasan 2013. Das ist nicht nur ein guter Weitsprung-Wettbewerb gewesen, liebe Zuschauer. Das ist ein absoluter Weltklasse-Weitsprung-Wettbewerb gewesen, der auch einer Weltmeisterschaft gut getan hätte. Also mal sehen, ob die beiden Jungs, die vorne hier den Ton angegeben haben, dann auch in Moskau mit ähnlichen Formkurven aufwarten können. Rivera vor Menkov und Poljanski ist Dritter geworden. Chuva, der Portugiese, Vierter und Julian Anthony Howard wird mit übersprungenen 8 Metern in diesem Klassefeld Fünfter.